Ich bin back, Leute, was geht ab? I'm Janergy, got a lot of energy. Wir haben vor ein paar Tagen die 1 Million Party gefeiert. Live on Stream. Wir waren auf der Twitch Frontpage. Das heißt, wer Twitch geöffnet hat, hat direkt unseren Stream gesehen. Ich kam gerade aus dem Madeira-Urlaub, hab ein, zwei Tage noch Zeit gehabt, diese Show zu planen. Und dann war sie da. Und ich muss sagen, die Resonanz war wirklich nice. Aber auch einer der stressigsten Momente meines Lebens. Nicht nur, dass ich die Zuschauer dort vor Ort noch entertainen muss. Nein, ich muss es noch schaffen, einen Stream zu führen. Und gleichzeitig meine Texte zu kennen, die ganzen Abläufe. Verdammt. Deswegen zeige ich euch heute mal, was alles so passiert ist. Der Stream war so 3, 2, 1 und ich habe direkt den Fortnite-Song gespielt, weil ich dachte, das ist ein geiler Anfang. Komm mal auf, suche Loot on the Double Pump. Lass ihn nach, killet alle ohne Widerstand. Habt ihr Bock auf Energy? Digga, ich wollte gar nicht so ernst machen von Anfang, aber das hat mich echt mitgerissen gerade kurz. Meine ganze Idee war es aber auch, ein Road to 1 Million zu machen. Das heißt, alles, was ich hier auf YouTube mal gemacht habe, was Challenges, Musik, Parodien oder Mashups oder alles einfach, in eine Show zu bauen. Das war sozusagen die Main-Idee. Also habe ich euch den ganzen Abend durch meine Karriere geführt. Es fing halt wirklich sogar bei den Features mit der YFAD damals an. Scheiße, Mann, ich brauche Krieg. Deshalb wollte ich... Ey, warte mal, guck mal, mach mal Scheiß aus, mach mal Scheiß aus. Der Song funktioniert nicht allein. Lukas, Lukas, Lukas! Wir brauchen YFAD. Ihr müsst euch das vorstellen, er weiß nix. Dazu noch der rote Fly. Hey! Rot-Weiß war ein Joke, ich war da nicht mal helfer. Bin leider broke, deshalb schreibe ich alles selber. Wusstet ihr, dass er mir davor gesagt hat, dass extra Alina nicht gekommen ist, nur weil ich den Alina-Song spielen werde? So ein V-Mann. Er verbietet ihr, glücklich zu sein. Zwischendurch habe ich halt so hart geschwitzt, dass ich wirklich nicht darauf klarkam. Ihr müsst euch vorstellen, es war allgemein heiß und ich habe da noch so einen dicken Scheinwerfer in mein Gesicht geschickt. Deswegen habe ich das Mikrofon einfach manchmal meiner Freundin gegeben, dass sie einfach mal redet. Was soll ich jetzt machen? Aber eigentlich bin ich erst in 10 Minuten dran. Danach habe ich mit George das Anime-Mashup gemacht, was auch legendär war damals. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Durch die Wolken dringt dein Licht, der Himmel wird klar. Dann haben wir eine Challenge mit YFAD, mit Odoman, mit Kidknife, mit allen gemacht so. Seit wann existiert der Denergy-Kanal? Ich dachte, okay, das könnte lustig werden. War es dann am Ende nicht. Der Verlierer musste Karaoke singen. Am Ende war es Kidknife und das war im Endeffekt sehr lustig. Gehör ich mal. Let's go, Chad! Ich brauch den Text, hallo, den Text! Dann kam der beste Moment der Show, also relativ am Anfang schon fast. Es gab so das erste Girl, was ich mal kennengelernt habe. Die war die wunderschönste Frau dieser Welt, Chad. Und deswegen werden wir diesen Song für sie heute spielen. Es ist Alina. Oh, Alina, yeah. Wann sehen wir uns mal wieder? Ey Leute, und ich sag euch ehrlich, der Abend war wirklich crazy. Wir hatten eine geile Location, wir hatten so ein krasses Kamerateam, wir hatten einfach so viele Leute am Set, die wirklich mitgemacht haben. Und danke nochmal an Vilo und die Jungs. Meine Freundin, mein Management, alle waren on point an diesem Abend. Und deswegen musste ich so ein bisschen mal auch die Zuschauer zeigen und bin ein bisschen rumgelaufen. Who have in the here? Das ist Vanilli, kennt ihr den Song noch? Hi! War ein sehr guter Song, ja. Ed, was sagt ihr zu Anice? Bruder, was machst du da? Ich bin am Essen, Bruder. Okay, tut mir leid, Bruder. Wir haben hier noch Theo, Digga. Los, ich hab gerade Hallo gesagt. Bruder, seit wann bist du hier? Wir haben Rafa. Chat, einmal clap in den Chat für Rafa. Dann habe ich Joker auf die Bühne geholt und dachte mir so, zu zweit wird's besser. Und dann haben wir einen sehr alten Boyband-Song gespielt. Wer ihn noch kennt, sollte jetzt auf jeden Fall kommentieren, dass er ihn noch kennt. Schreibt einfach in die Kommentare, ich kenne ihn. Nein, der Herpes an ihren Damen war. Herpes, oh Herpes, oh Herpes, an ihren Damen war. Herpes, oh Herpes, let's go. Oh Herpes, let's go. An ihren Damen war. Ich fass es an und es war so hart, der Herpes an ihren Damen war. Say what? Herpes, oh, oh Herpes, oh, oh Herpes, an ihren Damen war. Dann habe ich den Zuschauern erklärt, dass ich schon immer mal Comedy machen wollte. Also so richtig Stand-Up-Comedy. Und dann kam ein Moment to shine. Ich wollte schon immer mal Comedy machen. Aber es hat nie dazu gereicht, weil ich immer nur vom PC saß und da Comedy gemacht habe. Und dann dachte mir so, boah, ich werde niemals das Geld haben, eine Bühne zu haben und so. Und irgendwie so Zuschauer und so, das wäre voll der Film. Anmeldung hier, Steuer, Deutsch, Pass, schwierig.
Und jetzt ist der erste Moment, wo ich es wahrscheinlich das erste Mal und das letzte Mal tue. Oh shit. Ich war letztens auf Madeira mit Dylan White. Voll lustig. Und im Endeffekt, wir waren auf Madeira mit Dylan. Okay, ich erzähle jetzt eine kurze Story. Ich hoffe, sie ist witzig. Wenn nicht, habe ich verkackt. Und zwar, wir waren auf Madeira und Taxi und so. Und Dylan, Digga, er redet einfach Englisch perfekt, Digga. Der redet richtig so, you know, it's for fucking amazing, man. Let's go over that, you know. Go fuck that bitch, man, and go over tonight, you know. Taxifahrer fährt. Auf einmal Dylan, er ist am Handy. Er kann nicht mehr reden, so, weißt du. Ich so, fuck, jetzt muss ich mit Taxifahrer reden, Bruder. Und er sollte da vorne stoppen. Und anstatt, dass ich sage, affront oder so. Wie heißt das? Affront. 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 Hab ich gesagt, the foreign. You can stop the foreign. Was gab es noch für einen englischen Fail? Du wolltest bezahlen. Ja, und, ja. Wie sagt man doch mal, dass man das in Scheinen machen möchte? Ja, ich habe gesagt, anstatt, ich wollte Karte zahlen. Habe ich gemerkt, ich habe Bargeld. Habe ich gesagt, no, I can pay bar. Ah, got it, bar. Das Krasse ist noch, dass ich Freunde mit reingenommen habe, die ihre Songs performen durften. Und Digga, das ist noch mal anders abgegangen, sage ich euch ehrlich. Doch bin besessen, ich will nicht zusehen, wie du mein Herz brichst. Ich bin besessen. Nicht zu vergessen, dass wir auf jeden Fall Twitch Girls auch da hatten, denn das war eigentlich am Ende das Wichtigste. Viele haben mir abgesagt, aber viele waren noch da. Ist Margret auch da? Ja, Margret ist auch hier, meine Kinder. Das musst du jetzt kurz aufklären. Ich glaube nicht, jeder weiß Bescheid, wo Margret ist. Margret ist mein RP-Charakter und das ist meine Schwester Sibylle. Ja, hallo, hier ist Sibylle. Natürlich musste auch die schönste Frau der Welt an diesem Abend dabei sein. Und sie hat echt schöne Wörter gesagt und ja, meine Mutter. Hallo Mama. Hallo mein Schatz. Hören alle zu? Ja, ungefähr 8000 Menschen hören gerade zu. Oha. Ich bin ein bisschen schon nervös. Viele Menschen kenne ich auch hier, die hier sind. Und manchmal, wenn ich nachgehe und meine Augen zumache, dann denke ich, mein kleiner Junge ist vor mir. Und die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, aber sein Ziel hat er erreicht, was er die ganze Zeit machen wollte. Und er war immer von klein an aktiv und tanzen und alles. Und ich bin sehr stolz auf ihn. Okay, bevor ich weine, gehen wir weiter. Ja, ganz schnell abhauen, denn sonst wird's zu emotional. Das Gute war, dass die Getränke alle auf mich gingen und Joms ganz an der Bar saß. Den ganzen Abend. Wer es mitbekommen hat, schreibt bitte in den Kommentare dafür. Hashtag mehr Bier für Joms. Denn das hat auf jeden Fall gebraucht. Nicht nur er hat diesen Abend genossen. Nein, viele Freunde haben den Abend genauso genossen. So der Zwiespalt zwischen cool und übercringe. Wie viele Drinks hattest du schon? Erst so 7. Shoutout an die Jungs von der Bar. Wow! Wir haben wirklich so 40, 50 Leute da gehabt. Aber die Mehrheit waren einfach nur wirklich Freunde von mir und Familie. Und wer Bock hätte mal von euch, dass ich mal wirklich ein Live-Konzert spiele in einer Konzerthalle mit Tickets verkauft, bla 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 bla, wo ihr auch kommen könnt, schreibt mal jetzt in die Kommentare, dass du dabei wärst. Denn dann plane ich sowas. Lasst mal wirklich auf dieses Video 8k Likes da. 8 Stück. 8000. Und dann sorge ich dafür, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch live mit mir den Fortnite-Song singen. So wie hier. Ich bin auf Luft vor der Sonne. Zwischendurch gucken, jumpen, nachladen und dann pumpen. Ich muss sagen, meine Freundin hat diesen Abend wirklich gewuppt. Ohne sie hätte ich nichts hinbekommen. So viele Pläne und Abläufe. Okay, manchmal hat sie auch irgendwie komische Dinge gemacht. Ich weiß nicht warum. Und das nur, weil ich meinen Bauch gezeigt habe? Und dann, nach paar Stunden, schönen Streamen, die Show lief perfekt. Natürlich mit ein paar Patzern und so. Und dann kam endlich Joms und hat den Abend nochmal perfekter gemacht. Wir haben diesen Sonntag 50 Songs geknackt. Wir haben 50 motherfucking Twitch-Girl-Songs gemacht. Joms, 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 Joms. Joms, wie geht der, Digga, Joms? Geht ab, Jungs, sowas von verdienter Applaus, Alter. Ich hab noch nie gesehen, Alter. Das ist Apfelschorle, Jungs, ne? Das ist Apfelschorle. Ich bin Joms. Ich freue mich, dass hier so viele Leute gekommen sind. Ich freue mich, dass ich gekommen bin. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Digga. Herr Joms hat auch als erster schon ab 15 Uhr Wasser getrunken. Joms hat sozusagen im Stream dann die Ära der Twitch Girls eröffnet. Und ich habe dann einfach ein paar Twitch Girls Songs gespielt. Den hier. Den hier auch. Kann ich heute dein Bad Boy sein? Und dann kam irgendwie Odoman auf die Bühne und wir mussten ihn alle runtertragen. Er ist auf jeden Fall durchgedreht. Bitte holt Odoman. Können wir drei Leute, die ihn tragen können? 4 vielleicht sogar. Dankeschön, danke, dass wir die... Oh mein Gott, Jungs, vorsichtig. Oh mein Gott, okay, das dürfen wir nicht zeigen. Alles cool. Hey, was geht ab, Twitch? Dann habe ich noch ein bisschen mit dem Twitch-Girl Vanille getanzt, weil es so sein musste. Ich kann nichts dafür. Deine Augen so wie Chili, mit dir habe ich die Milli. Ich zeig dir die City. Wo sind die City? Natürlich musste auch der Kaya-Yana-Song gespielt werden. Ein Bündel, liebe
tut dir gut, yeah. Nur hüll dich und zurück, hab nur Mut, vor dir zieh ich meinen Hut, yeah. Ich bin deine Kanalbefriedigung. Als alle so getanzt haben und durchgedreht sind, musste auch Danergy einmal mal zeigen, was er so auf den Hüftschwing, Hüfte, auf was er so auf der Hüfte hat. Nein, wie er tanzt. Ja, scheiß drauf. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, Leute, es war das schönste Event, was ich jemals gemacht habe, weil es auch das erste war und es wirklich ein erfolgreicher Abend war. Der Chat war dabei, ihr wart dabei, ihr habt es gesehen. Für die Leute, die es gesehen haben, einmal bitte macht euch aufmerksam in den Kommentaren und lasst auf jeden Fall Likes da, denn ihr habt den Abend mitgerockt. Und dann musst du noch auf Wi-Fi.de irgendwie so welche komischen Wörter zu mir sagen. Und ohne Scheiß, egal was ist, Daniel ist immer da. Ich schwör's, ich bin dir unendlich dankbar, er ist immer Teil von meinem Oha, Kanal. Oha, Alter, auch wenn du Songs an meine Freundin machst, Michael, ich liebe dich. Keiner hat ihn ernst genommen. Okay, eine Gruppenumarmung. Hey, 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 hey. Und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich würde dieses Video halt wirklich eine halbe Stunde machen können. Dann ist es so viel geiler Scheiß passiert. So viel zwischendurch Kommentare von Leuten oder lustige Momente. Und Leute, ich sag euch eins, in der Beschreibung ist das VOD von dem ganzen Stream online auf Twitch. Ihr könnt da einfach raufklicken und euch 3-4 Stunden, wenn ihr wollt, die ganze Show geben. Von Anfang bis Ende. Ich empfehle euch einfach mal ein bisschen durchzuskippen. Es sind viele Clips entstanden. Jetzt kommt das Wichtigste, Leute. Am Ende habe ich noch 2 unreleased Songs gezeigt, die in den nächsten Wochen online kommen werden. Und ich droppe bald mehrere Songs hintereinander geballert, Amana Choktom. Hey, Energy. Ich muss weiter, yeah. So einfach, so easy, yeah, yeah. Ich gebe dir keinen Weg zurück, yeah. Ich lasse dich den Weg zurück, so du mir, so ich dir, yeah. So du mir, so ich dir. Alles war simpel und dann wurde es kompliziert, nein. Sobald es jeden interessiert hat, was dich interessiert. Oder nie, wie schon mal, yeah. Und hier nochmal ein dickes, dickes Danke von mir, Leute. Die letzten Jahre waren wirklich verrückt. Wir hatten so viele Downphasen und so viele Ups. Nicht nur, weil ihr einfach immer am Start seid, sondern weil ihr immer so nice Sachen kommentiert und das schon seit Jahren. Ich bin ja auch ein alter Hase hier auf YouTube. Und es ist immer noch verrückt, dass ich euch erreichen kann mit Musik und Comedy. Deswegen liebe ich euch einfach. Ich danke euch. Es geht weiter. Denn Road to 1 Million hat erst angefangen, denn wir suchen uns jetzt die 2. Million. Okay, entspann dich mal, Daniel. Aber no cap. Ich habe so eine Energie wie noch nie gerade. Und wenn ihr euch davon überzeugen wollt, kommt einfach mal in Twitch. Stream. Alle Links sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns endlich Sonntag wieder, wenn ich die erste Folge von der Reihe Willi, Sydney und Eli hochlade. Okay, ich habe Sydney schon hochgeladen, aber Sonntag kommt Willi online. Ich hoffe, ihr freut euch. Und nächste Woche Dienstag kommt dann Elis Twitch-Girl-Folge. 2 Twitch-Girl-Folgen hintereinander. Leute, wir sehen uns sonst Sonntag auch im Stream, denn dort werden wir einen 12-Stunden-Stream machen auf Twitch live. Hier kommt nochmal der letzte Dankesong, den ich on-stream dort bei der Party gemacht habe. Und ich muss euch sagen, die Aftershow, lass uns nicht darüber reden. Die war wild. Peace. Und gönnt euch den letzten Clip. Dieser Song ist Freestyle. Ich sag danke, Baby, danke, dass du heute bei mir warst. Ja, yeah. Baby, danke, danke an euch. Ich hoffe, ich hab euch nicht enttäuscht. Ich sag euch nur danke, oh danke, dass ihr heute da wart. Ey, was Tanzverbot? Okay, meine Lämmer nast, okay. Swag back to the walk, ey. When the walls walk, ey. When the watch in the court, ey. Das war's mit dem Stream. Das war's mit dem Stream. Ja, das war's mit dem Stream. Das war's mit dem Stream.